Herr Präsident, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie sich heute Morgen beim Zähneputzen auch überlegt, wie Sie übers Wochenende am besten Frauen diskriminieren können? Denn wenn wir heute einen Teil von Diskriminierung, nämlich den des Entgelts mit allen Weiterungen auf Rente, auf Arbeitslosengeld, auf Ersparnisse, auf Wohnsituation, auf Immobilienbesitz betrachten und heute wieder einmal feststellen, dass Frauen 77 Tage länger arbeiten müssen, um das Einkommen zu erzielen, das der Durchschnittsmann in Deutschland vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 erhalten hat, dann ist es nicht das Ergebnis von bewussten Entscheidungen, die in diesem Hohen Haus oder in den Länderparlamenten oder in den Kommunalparlamenten oder bei Tarifverhandlungen getroffen wurden, sondern von unbewusst diskriminierenden Maßnahmen. Wir stehen vor der Summe vieler Fehlentscheidungen in vielen Jahrzehnten. Und für mich ist einer der wichtigsten Paragraphen, einer, der schon weit über 100 Jahre alt war, und den wir 1977 geändert haben, der aber heute noch so viel Auswirkungen auf unseren Alltag hat, dass ich ihn mal zitieren will. Das ist der alte Paragraph 1356 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der so begann: Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Und mit dieser Bestimmung wurde zementiert, was wir seit 40 Jahren aufzubrechen versuchen, nämlich, dass die Frau Zuverdienerin ist, dass das Haupteinkommen vom Mann kommt. Man erinnert sich kaum noch, dass bis 1958 in den Tarifverträgen dieser Republik es Abschläge für Frauen gab. Wenn die Frau gearbeitet hat, dann in Teilzeit, in geringfügiger Beschäftigung. Und die Kinderbetreuung ist ja insbesondere, wenn ich in Schichtarbeit oder in Kliniken arbeite, auf jeden Fall auch unzureichend. Und so häuften sich die Diskriminierungen an. Und es ist so, dass in Frauenberufen weniger verdient wird als in Männerberufen, und es wird in Frauenbranchen weniger bezahlt als in Männerbranchen. Und trotzdem haben wir dann auch innerhalb der Tarifverträge einfach auch Benachteiligungen. Kleines Beispiel. Es gibt den Tarifvertrag Einzelhandel. In den kenne ich mich aus, in der Branche habe ich gearbeitet. Da hast du 4 Jahre nach Abschluss der Ausbildung, nach 3-jähriger Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, ein Entgelt, jetzt ab 1. April diesen Jahres, von 2.579 Euro in Vollzeitarbeit. In der gleichen Branche hat der Handwerker ab dem 5. Jahr nach der Lehre ein Entgelt von 2.879 Euro. Klar bekommt es auch die Handwerkerin, aber trotzdem haben wir eben mehr Männer im Handwerk als Frauen. Und so sind auch Tarifverträge Vertragswerke, die mittelbar diskriminieren. Ja, da kann EG-Check durchaus helfen. Kann man machen. Ist ja nicht die einzige Maßnahme. Und man kann auch den zur Verfügung stehenden Verteilungsspielraum nehmen, um Diskriminierungen abzubauen. Wenn 3% zur Verfügung stehen, gibt es 2% linear, 1% nimmer, um Diskriminierungen abzubauen. Dann sind wir aber schon mitten im Geschlechterkampf. Und wenn es ums Geld geht, versteht damit die Menschheit keinen Spaß. Es ist auch schon viel passiert in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist es so, dass die Bewertung von Arbeit der alten Logik unterliegt. Physische Belastungen werden besser bewertet und bedeutender und höher bewertet als Belastungen im psychosozialen Bereich. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die die Lösung des Problems als Lösung des Problems den jungen Frauen empfehlen, dann eben technische Berufe zu ergreifen. Klar kann man da viel tun und klar kann man ermuntern und man kann Programme machen. Doch am Ende des Tages muss eben auch die typische Frauenarbeit in dieser Gesellschaft gemacht werden. Und deshalb halte ich wenig von der Rhetorik, na, da hast du halt Pech gehabt, hättest du was Ordentliches gelernt. Das stand übrigens schon vor Ihrer Rede in meiner Rede drin.
So, ja, nee, nicht, dass Sie meinen, da nehme ich jetzt Bezug drauf. So, und heute befassen wir uns jetzt zusammen, und zwar alle zusammen, damit, wie wir die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern schließen und was Politik konkret dazu tun kann. Und es gibt nicht die eine Lösung. Sie haben das Bild gewählt des Mosaiks, ich wähle das Bild des Puzzles. Da haben wir ein 1000-Teile-Puzzle, und da sind noch ganz schön viele Teile zu legen, denn wenn wir nichts tun, das wissen wir auch, dann haben wir Entgeltgleichheit in Deutschland erst in 192 Jahren, und das ist doch ein bisschen lang. Es wurde viel getan in den letzten Jahren. Wir haben den gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Das Entgelttransparenzgesetz ist ein Meilenstein. Und Grüne und Linke wollen das Gesetz jetzt auf kleinere Betriebe ausweiten. Kann man machen, aber ich sag mal, in einem Land, in dem 41% der Ehepartnerinnen und Partner noch nicht mal wissen, was ihr Ehegespons verdient, da haben wir noch eigentlich ganz andere Probleme. Und im Koalitionsvertrag, meine Damen und Herren, da wurde verabredet, dass wir das Entgelttransparenzgesetz 2019 evaluieren. Und ich glaube, auf diese Evaluation können wir noch vollends warten, um zu sehen, wie wird das Gesetz in der Praxis wirken. Wir haben ja erst im Januar angefangen. Wo wirkt es nicht und was gibt es für Handlungsbedarf? Ich muss sagen, diese Dauereinigungsstelle, die die Linke fordert, überzeugt mich nicht wirklich. Wie viele Zustimmungsersetzungsverfahren nach § 100 Betriebsverfassungsgesetz haben wir eigentlich die letzten Jahre gehabt, wo Betriebsräte in der Einstellung zugestimmt haben, aber nicht der Eingruppierung. Und ich bin auch gerne bereit, noch mal bei der Belebung des § 87 Betriebsverfassungsgesetz zu helfen, weil die Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, da ist echt noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein weiteres Instrument dazu brauchen, das sie dann wieder nicht nutzen. Aber ja, wo wir beieinander sind, das ist die Frage des Verbandsklagerechts. Das wünsche ich mir auch. Es war mit der Union bisher nicht zu machen, aber vielleicht überzeugen wir Sie ja noch in den Ausschüssen, denn wir reden hier nicht über individuelle Probleme, sondern wir reden über strukturelle Probleme. Und dann ist natürlich ein wichtiges Puzzlestück auch die Frauen in Führungspositionen. Ich finde, hier haben zwei von drei Regierungsparteien mit der Besetzung der Ministeriumsspitzen in dieser Woche Maßstäbe gesetzt, hätte die CDU nicht dermaßen geschwächelt, man könnte damit protzen vor der Privatwirtschaft. Also es geht um gesellschaftliche Wertigkeit von Frauen und Männern. Es gibt da auch wunderbare Beispiele, auch im künstlerischen Bereich, wo Frauen immer schlechter bewertet werden, wenn der Käufer weiß, es ist eine Frau. Ich schaue gerade, irgendwie habe ich nicht mehr so viel Zeit. Also, was wir machen müssen, ist die Frage, wie wir es schaffen, in der Breite der Gesellschaft das Ansehen, den Wert der Frauenarbeit zu erhöhen. Und ich finde, hier gehen wir im Koalitionsvertrag gemeinsam wirklich einen großen Schritt, wenn wir die Pflege aufwerten, wenn wir Bedingungen schaffen, einen Branchentarifvertrag in der Pflege zu kriegen, wenn wir es schaffen, dass wir Grundlagen dafür legen, dass der allgemeinverbindlich ist. Wir müssen schauen, dass Equal Pay als Marktvorteil gestärkt wird. Wenn wir es endlich schaffen, das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit hinzukriegen, wenn wir es endlich schaffen, die Vereinbarkeit von Familie und Berufsarbeit zu stärken, mit dem Ausbau von Kita, mit der Entlastung bei den Gebühren, mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Das sind wichtige Rahmenbedingungen. Und am Ende geht es auch darum, die bezahlte und die unbezahlte Arbeit von Männern und Frauen gleich zu verteilen. Mein Schlusssatz ist, wir müssen auch die Männer vom Charme der Spülmaschine überzeugen. Vielen Dank. Frau Kollegin, Sie haben das wunderbar in der Zeit geschafft. Vielen Dank. Der nächste